oder sieht es fast so aus, als ob er in die Kamera spricht. Ja. Das heißt, geh du wirklich so nah wie möglich an die Seite oder reich auch dahinter. Die Frage, wie fühlst du dich denn vor der Kamera? Wie hast du denn das gemacht? Also irgendwie meintest du, was du hättest Kamera angst. Sehr geil. Das ist jetzt deine Kamera angst. Ja. Soll ich dir was sagen? Ich habe zu Hause mir ein Skript gemacht, weil ich ja gerne freispreche, macht man sich so einen Überblick. Und dann habe ich die Kamera aufgebaut und habe in das Ding geguckt und dann war dieses Gefühl genau da. Und dann gab es da nichts, was zu sagen war, außer dummes Gestammel. Und dann habe ich hatte eigentlich den Anspruch, ich möchte, bevor ich zu dem heutigen Kurs gehe, möchte ich schon vorab ein vorzeigbares Video zeigen. Nicht perfekt, nicht richtig, nicht gut, um ganz einfach den Unterschied zu sehen. Wie ist es vor dem Workshop und wie ist es nach dem Workshop? Leider kann ich das erste Video überhaupt nicht mehr produzieren, weil es echt keins gab. Geil. Cool. Was meinst du, wie das in der Zukunft wird? Weil das ist ja das erste Mal und Dinge werden immer leichter, je öfter man sie tut. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die Kamera mein täglicher Begleiter wird, dass selbst spontane Dinge einfach umgesetzt werden können, wo man dann ganz einfach sagen können, Idee, Kamera raus, liegt ja da, anknipsen, machen, losgehen, Gefühl transportieren, Menschlichkeit zeigen, ist ja im Social Media sowieso Top-Thema Nummer 1, menscheln, weil die Leute wollen sich unterhalten und nicht irgendwie überfahren werden. Und von daher sehe ich in meinem Alltag viele Situationen, die man einfach mal mit der Kamera festhalten kann, um den Leuten zu zeigen, was läuft bei uns in der Werkstatt, wo sind Probleme, was sind für Kuriositäten im Alltag. Weil es ist tatsächlich so, du machst eine Inspektion, machst einen Luftfilter auf, ist ein Mäusennest drinne. Wie oft hat jetzt schon jemand gesehen, dass da ein Mäusernest drin ist? Hat man wahrscheinlich noch nie so wirklich. Oder du machst die Motorhaube auf und da brüten Vögel drin. Das ist ein richtiges Nest, Eier drin gelegt. Ne? Ja, so eine Kuriosität. Und wenn man die dann aufnimmt, dann kann man die sogar noch marketingmäßig für sich verwerten und andere dran teilhaben lassen. Und da sehe ich jetzt eigentlich so eine Geschichte drin, wo ich sage, das könnte mir totalen Spaß machen. Das war auch eigentlich meine Motivation, diesen Kurs hier mitzumachen, um in Zukunft meine Informationen, die ich an meine Kunden bringen möchte, mit einfachen Mitteln so schnell wie möglich wirkungsvoll umzusetzen. Und das ist mit einem Video einfach perfekt. Wow, bin begeistert.